Kein Konzept legendär und die Kids wollen mehr. Scheiß hungriger Hugo, Alter. Es reicht. Das ist Twitch am Limit. Neben uns sind drei Frauen, ja? Guck, ich dachte, er hätte eine neue Freundin. Aber seine Freundin hat einfach nur die Haare gefärbt. Bald mehr Kanäle als Unge, no joke. So ein bisschen älter wie ich. Und eine hatte so bis hier hoch so eine High-Waist-Leder-Leggings an. High-Waist-Leder-Leggings? Und drüber so ein Louis Vuitton-Gürtel. Und dann setzt sie sich auf die Armlehne bei der Lounge hin. Und dann guckt der Jens halt die ganze Zeit rüber. Dann sag ich, was guckst denn du so? Sagt er, ja, der Gürtel ist ganz schön. Und die halt mit dem ganzen Arsch in unsere Richtung. Sag ich, was denn? Der Gürtel ist schön, als ob du auf den Gürtel schaust. Natürlich, man schaut immer. Es gibt, also wenn man, Muff, Digga, was geht? Wenn man eine Frau quasi sieht, dann schaut man ihr zuerst in die Augen und dann auf den Gürtel. Natürlich, ist doch klar. Man schaut immer zuerst auf die Augen und dann auf den Gürtel. Das macht man so. Und dann geht man für einen Kuss. Stellt euch vor, ihr seid eine Frau und ihr seht das hier. Und ihr seid so auf einem Date und der Typ kommt so. Digga, wenn wir Typen wirklich eine Frau küssen, absolut schrecklich. Absolut schrecklich, Digga. Wir sehen so schrecklich aus. Und dann ist es ein Mann. Ja. Doch. Nee, du hast nicht auf den Gürtel geschaut. Ich hab auf den Gürtel geschaut. Du hast einfach die ganze Zeit ihren Hintern angeschaut. Nein, ich hab geguckt, ob das Louis Vuitton und ob der echt ist, ob man das erkennt. Nein, wirklich. Knossi ist Fake-Checker. Der hat beim Zoll gearbeitet. Ja. Würde ich auch sagen, gell? Doch, wirklich. Ja. Und was noch? Boah, Digga, die sind schon süß, die beiden. Und was noch eine andere Überraschung. Komm. Maja, danke für 1 Euro. Nathalie, fang jetzt Fußball an, dann bald Regionalliga. Maja, sei nicht so geizig. Damals habe ich... Elena hat einen Freund. Ui. Der Hase ist tot. Das war eine Katze, oder? Hasenhase? Ist eine Katze. Kein Hase. Ich weiß jetzt schon, dass ich Latzo freue. Alter, Big Papa Hoodie, Digga. Latzo freut sich. Digga, warum ist Nico so laut? Nein! Das heißt... Let's go! Das habe ich nicht gesehen. Achtung. Arschloch, du dummes Schwein! 5 Uhr! Dieser Mann hat eine eigene Fernsehshow. Was geht? Vintage Designer, Items aus den 60ern. Und das ist das, was ich meine. Wenn ihr mal bei ihr auf die Instagram-Seite geht, dann seht ihr Elena. Emma hat ein unglaubliches Blick. Ja. Nochmal neu. Chat, warum schreibt ihr Hatte? Das ist echt gemein. Kennt ihr diese Fackelkünstler, diese Feuerkünstler? Diese Sachen? This girl is on fire! Oh, Digga, nee. Und das Schlimme ist, es hat einfach einen Kindergarten getroffen, der abgefackelt ist. Überall Flammen und die Feuerwehr kommt nicht dagegen an. Du hast gerade seine Mutter beleidigt, Bruder. Ich werde niemals, niemals von dem Zuschauer die Mutter beleidigen. Du Hurensohn. Look at this. Yeah. Look at this. Hey. What? Hose. Drip it hard. Watch toes. Ja, 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 ja. Also Bruder. Erstmal auf einen Non-Drill-Beat Drill-Flown. Sehr wild. Ich sag euch noch ganz einen kleinen Real-Talk, ne? Ich hab den Titel nicht gesehen hier. Einfach schöne Achseln. Ja. Aber ich hab in dem Moment gedacht, oha, schöne Achseln. Ja. Ein Ausatmen. Ausatmen. Jederzeit im Pool springen bei mir. Schade. Du Idiot. Mensch. Mir geht schlecht, meine Freundin hat Schluss gemacht. Du hast dich auf Instagram, Bro. Er hat mir nicht geantwortet. Verliebt? Der Arm? Was passiert? Ich weiß nicht, ob sie das will. Was für ehrenlos, Chat. Was passiert da? Okay. Du hast ihn depressiv gemacht. Okay, chill doch. Kev, danke schön, Bro.
Digga, Payne, du hast so einen kleinen Schwanz. Ist insane, ne? Finde ich nicht. Insane. Ich habe Payne in der Umkleide gesehen beim Dings, beim Paintball-Turnier. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Payne hat einen unglaublichen Lümmel. Payne hat einen unglaublich krassen Lümmel. Payne hat einen unglaublich krassen Lümmel. Aber das, was Kevin singt, nämlich Danny hat einen kleinen Schniedel. Er ist wieder in meinem Mund. Real Talk. Absoluter Real Talk. So, und Danny, jetzt mal an der Stelle die Frage, wer hat hier einen kleinen Schwanz? So. Ach, du das sagst, Digga, ich glaube, ich spinne. Also, Digga. Ach, Digga, dann fick doch deine Pfeffer. Aus. Yep, ich muss heute mal vielleicht kurz. Ah, schade. Aber jetzt, warte mal, ich muss auch gucken, ob man hier nicht irgendwie. Nicht, dass man eine Klöte sieht, dann ist weg. Ja, dann ich glaube, eine Klöte ist noch okay. Eine Klöte ist okay. Weil beide Klöten sind ja erst oh, der Hoden. Ist, oh, das ist ein Loch. Nein. Doch, ich bin da drin. LOL! Das ist ein Loch. Digga, einfach das Würmchen guckt raus. Stark, Digga. LOL! Man hat aber keinen Hobel gesehen, ne? Hat man, Chat, hat man Eier gesehen? Hey, warte! Eine! Ja, eine musst du abkriegen. Oder eine nur kurz. Okay. Ja, warte mal. Oh! Wieder mal kein Konzept, Videos, die keiner checkt, check die Klicks, ich mach Memes für die Kids. Stecke so viel Arbeit in die Videos, sieht man das? Aktiviert die Glocke, damit die auch nichts verpasst.